Vielen Dank, Herr Präsident. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Um es sportlich zu sagen, es ist ein fulminanter Fehlstart, mit dem Berlin in eine mögliche Olympiabewerbung startet. Und ich hoffe, dass es viele Beobachterinnen registriert haben. Sie wissen sicher, dass das in der Praxis bei Olympischen Spielen, beim Sprint, sofort mit ihm ausbewertet wird. Keine Fehlstarts erlaubt. Denn das große Aufbruchssignal, das von diesem Thema ausgehen sollte, wir sehen das auch heute hier an der Beteiligung des Senats, in den eigenen Reihen bei Ihnen in der Koalition, das große Aufbruchssignal ist verpufft. Es ist doch auch heute nur ein krampfhaftes Ringen um Kontenance. Ja, und selbst Menschen, die vielleicht Interesse gezeigt haben, wenden sich kopfschüttelnd ab oder taktieren bis zum Schluss wie die Piraten. Wo sind sie eigentlich? Je länger dieser Prozess läuft, umso vielschichtiger wird die Diskussion. Eine Vertagung der Diskussion heute wäre gut, eine Entscheidung wäre gut, da stimme ich den Grünen völlig zu. Aber diese Diskussion ist wichtig für die Stadt und wir reihen uns da gerne ein auf einer ganz bestimmten Seite. Und Sie täuschen sich, Herr Zehlen, wir sind nicht isoliert. Es gibt sehr, sehr viele Berlinerinnen und Berliner, die an unserer Seite stehen. Es werden faktisch täglich mehr und ich könnte Ihnen es werden faktisch und taktisch täglich mehr und je mehr Zeit wir verbringen mit der Diskussion, umso mehr werden es werden. Schuld am Trauerszenarium hier trägt in erster Linie der Senat statt Chancen, die sich aus dem Thema Olympia möglicherweise ergeben hätten können, zu ergreifen. Hat er es sich unter den Nagel gerissen und zum einzigen Bindeglied seiner Senatspolitik gemacht. Statt Bürgerinnen und Bürger zu gewinnen, hat Klaus Wowereit das Thema benutzt, um abzulenken von den vielen Baustellen und Missständen, die es in der Stadt gibt. Olympia ist zu einem Thema geworden, wo die Verwaltung Vorlagen für das Parlament entwickelt, das dann hier abgenickt wird. Dazu stehen wir als Linke nicht zur Verfügung. Erinnern wir uns mal. Am Tag der Absage der Olympiabewerbung in München am 10.11.13, wenige Stunden nach dieser Absage durch den Oberbürgermeister Ude, trat Klaus Wowereit ans Mikrofon und tönte, nun ist der Weg frei für eine Berliner Bewerbung. Und anstatt nun zu ackern, Parlament und Stadtgesellschaft einzubeziehen, kamen immer wieder nur mediale Sprechblasen aus London und Sotschi, vom Regenbogen beschalten Sportsenator, Berlin kann Olympia, sonst nichts. Besprechungen in keinem Ausschuss, keine öffentlichen Runden. Stattdessen plötzlich ein Gespräch mit Alfons Hörmann im April diesen Jahres. Worüber wusste die Sportverwaltung nicht. Konzept gab es nicht, kannte man nicht. Ergebnis wurden keine bekannt. Und dann? Zwei Tage nach dem Bürgerentscheid zu Tempelhof, das ja der Senat bekannterweise sehr schlecht aussehen ließ, zwei Tage danach steht doch der Ex-Senator Hassemer, ich sage den Namen auch bewusst, damit Sie wissen, wie manches hier in dieser Stadt läuft, in einer Veranstaltung von Stiftung Zukunft Berlin und LSB auf und jubilierte, ein großer Tag für Berlin, wir sind gefragt worden, der DOSB hat uns ausgewählt, uns zu bewerben, uns und Hamburg. Kein Wort der kritischen Reflexionen auf eine vergangene Bewerbung, kein Wort von Beteiligung, Befragung der Berlinerinnen. Und so ging es dann weiter. Der Senat beauftragte die Verwaltung, eine Interessenbekundung zu formulieren. Parlamentsbeteiligung weit gefehlt. Es gab informative Gespräche in den Sommerferien. Und selbst danach hat es lange gedauert, bis heute, bis nun dieser Antrag endlich vorliegt. Mittlerweile hat die Zeit den überholt. Die Piraten werden heute zum Teil zustimmen, zum Teil nicht. Ich frage mich, ob Sie mal an BER gedacht haben und gefragt haben, ob der zu dieser Zeit eigentlich schon fertig wird. Herr Delius, sparen Sie sich's. Interessant wird der Sonderausschuss, der im Losverfahren in der Führung ausgelost wird zwischen CDU und Linker. Darauf freue ich mich. Ich weiß gar nicht, ob es ein Glück ist, so einen Ausschuss zu leiten, aber okay, wird man sehen. Die Zeichen auf Bürgerbeteiligung sind gesetzt. Sie haben jetzt die Karten in der Hand bis zu Ende 2015 in der Koalition. Das Konzept, was wir als Linke Ihnen vorgegeben haben, auszubauen, zu diskutieren, in eine Verfassungsänderung münden zu lassen. Wir begleiten das gerne
Und am Ende wird die Bevölkerung das Wort haben. Kollegin, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Trapp? Ja, gerne. Bitte, Kollege Trapp. Da freue ich mich schön drauf, Dank, Herr Präsident. Wenn denn Ihre Forderungen erfüllt werden, gehen Sie denn aus Non-Olympia hinaus? Herr Trapp, wenn wir eine Bürgerentscheidung hier in der Stadt machen, geht ja die Diskussion erst richtig los. Und die Linke wird die Position zu diesem Zeitpunkt Nein zu Olympia vertreten. Das ist legitim. Das machen wir sehr gerne. Wir haben unsere Gründe dafür genannt. Die Situation der Stadt ist gegenwärtig alles andere als olympiatauglich. Dieser Senat ist alles andere als olympiatauglich. Und mit dem IOC zu diskutieren, ist, als ob man, als ob man es lassen würde. Die werden sich nach uns nicht richten. Hier wurde heute mehrfach Entschuldigung, der DOSB, meine Damen und Herren, würden Sie bitte der Rednerin die Gelegenheit geben, ihre Ausführungen zu Ende so ein bisschen abrüsten. Bitte sehr. Wenigstens ein Netter aus der CDU. Faden verloren. Nein, Sie haben mehrfach den DOSB heute kritisiert. Frau Schilhanek, Herr Buchner, machen Sie es nicht. Man ist da sehr empfindlich. Und wenn Sie die Stimmen des DOSB haben wollen, lassen Sie es. Ich habe schlechte Erfahrungen damit gemacht. Aber gut, wir sind ja sowieso jenseits von Gut und Böse und werden unsere Kritik am Verfahren in jedem Falle auch fortsetzen. Ich freue mich auf Diskussionen und ja, wir werden sehen, wie dann der Sonderausschuss arbeiten wird. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollegin.